Hallo liebe Kinder, liebe Eltern, heute geht's weiter mit den Mamamoo-Geschichten und die Geschichte für heute, hatte ich euch ja gestern schon verraten, heißt Die Krähe fällt vom Baum. Der Sommer ist fast zu Ende. Der Bauer fuhr über die Felder und holte das Getreide ein. Die Sonne schien und in dem großen Baum auf Mamamoos Weide wühlte der Wind. Die Krähe kam angeflogen und suchte nach Mamamoo. Wo ist Mamamoo? Seit sie gelernt hat, auf Bäume zu klettern, kann man nie wissen, wo sie ist. Sie spähte durch die Zweige, aber es waren nur Blätter zu sehen. Hallo Krähe, hier oben bin ich, ganz oben, rief Mamamoo. So hoch bin ich noch nie geklettert. Die Krähe flog zur Baumkrone hinauf und flatterte aufgeregt. Aber das darfst du nicht machen, Mamamoo. Die Zweige da halten dich nicht. Doch, sagte Mamamoo, bin ich nicht gut? Nun klatsch mir mal Beifall, Krähe. Die Krähe schlug langsam die Flügel zusammen. Flatter, flatter. Mu, Krähe, wenn dein bester Freund so hoch hinaufgeklettert ist wie noch nie, dann musst du tüchtig klatschen. So. Mamamoo schlug ihre Hufe zusammen, so fest sie konnte. Der Ast schaukelte und knackte. Brumm. »Der Traktor«, rief die Krähe, »der Bauer kommt. Sitz still, Mamamoo. Er darf nicht sehen, dass du auf einem Baum sitzt und in die Hufe klatscht.« »Mu, Krähe, das macht doch nichts. Er kennt mich doch.« »Scht«, zischte die Krähe, »sitz still, Mamamoo.« Mamamoo rutschte auf ihrem Ast herum. »Ich kann nicht, Krähe. Es juckt so. Hör auf, mit dem Schwanz zu wedeln.« Die Krähe wölbte einen Flügel über die Augen und spähte durch die Zweige. »Er kommt hierher. Der Weg führt genau unter unserem Baum vorbei.« Die Krähe starrte hinunter. »Der Traktor hält ja genau hier, unter dem Baum. Er steigt aus«, flüsterte sie. »Also jetzt muss ich aber bald ganz ordentlich mit dem Schwanz schlagen. Oder du musst mich kratzen.« Mamamoo rutschte noch stärker herum. Sie versuchte, sich einen Knoten in den Schwanz zu machen. »Er hat einen Korb dabei«, flüsterte die Krähe. »Oh, jetzt schrei ich, Krähe«, sagte Mamamoo. »Scht, ich kratz ja, ich kratze!« Die Krähe kratzte Mamamoo am Schwanz. Mamamoo schloss die Augen und grunzte. »Ach, wie schön, Krähe, kratz mir!« »Du, ich glaube, er will hier Mittagspause machen.« »Hier? Er kann doch hier nicht Mittag essen. Das ist doch ein Kletterbaum.« »Du schreist ja, Krähe.« »Dein Kletterbaum, Mamamoo«, flüsterte die Krähe. »Jetzt juckt es nicht mehr. Danke schön, Krähe. Jetzt klettern wir runter.« Mamamoo streckte ein Bein hinunter. Der Ast schaukelte und ihre Glocke um den Hals bimmelte. »Nein, Mamamoo, nicht jetzt. Den Bauern trifft der Flügelschlag, wenn genau über seinem Kopf eine Kuh vom Baum klettert, während er Mittagspause macht.« Mamamoo seufzte. »Aber wir können doch nicht die ganze Zeit stillsitzen. Das kann lange dauern.« »Doch«, sagte die Krähe und reckte den Schnabel in die Luft. »Ein Mittagessen dauert so lange, wie es nun mal dauert. So ist das eben. Jetzt müssen wir abwarten.« »Aber dieser Ast ist so unbequem für mein Hinterteil, Krähe.« »Sitz still, sei ruhig und warte, Kuh.« »Aber Mu.« Der Bauer setzte sich unter dem Baum zurecht. Er packte seinen Korb aus und begann zu essen. Die Krähe sah beleidigt aus. »Der hat ja Dickmilch dabei und ein Butterbrot mit Salami. Oh, alles, was ich so gern mag. Er könnte einem wirklich was abgeben. Ich habe auch noch kein Mittagessen gehabt.« »Aber Mu, er weiß ja nicht, dass wir hier sitzen. Wollen wir nicht doch runterklettern, Krähe?« »Auf keinen Fall. Dann hätten wir sofort runterklettern müssen. Na, jetzt ist es zu spät. Er sitzt ja schon eine Viertelstunde da unten.« Der Bauer war mit Essen fertig. Er streckte sich nach seinem Korb und nahm eine Thermoskanne heraus. Ihm ging es gut und er pfiff ein Liedchen. Die Krähe flatterte mit den Flügeln. »Er pfeift! Das ist ungerecht! Genau das kann ich nicht!« Mamamoo schaute zum Bauern hinunter, der sich Kaffee eingeschenkt hatte. »Butterkuchen«, sagte sie langsam. »Was?« »Er isst ein Stück Butterkuchen zum Kaffee, Krähe.
antwortete Mama Mu. Die Krähe hielt sich die Flügel vor die Augen. Dann guckte sie wieder und stöhnte. »Oh, es ist wahr, ich sehe es. Ein Stück mit viel Zucker. Und er hat nur das eine. Und es sind nur noch 3 Bissen übrig.« Die Krähe starrte auf den Butterkuchen hinunter. »Nur noch 2 Bissen. Nur noch einer.« Die Krähe seufzte. Sie tat Mama Mu leid. »Ich habe nichts abbekommen. Nie kriege ich was«, sagte die Krähe fast weinend. Mama Mu zeigte hinunter. »Na guck mal, Krähe, schnell, das letzte Stück ist ihm heruntergefallen.« Die Krähe flog flatternd auf. Sie spähte zur Erde. »Ja, es stimmt, er hat das letzte Stück verloren.« Der Bauer suchte nach seinem Happen Butterkuchen im Gras. Die Krähe sank auf einem Ast in sich zusammen. »Er wird es finden. Ich kriege es nie.« »Nein«, sagte Mama Mu, »er lässt es wahrscheinlich liegen. Ihm ist es bestimmt zu schmutzig geworden.« »Krächz, es ist zu schmutzig. Lass es liegen, Bauer. Ja, da liegt es noch.« Die Krähe freute sich und hüpfte auf und ab. »Mu, Krähe, was für ein Glück du hast.« Die Krähe rief dem Bauern zu. »Fahr! Fahr nach Hause, du musst arbeiten. Sitz hier nicht am helllichten Tag rum, Faulenster. Auf den Traktor mit dir. Fahr los, verdufte, zisch ab, verzieh dich, hau ab, brumm, tut, tschüss, moin und goodbye.« Der Bauer hörte nichts weiter als eine Krähe, die in einem Baum krächzte. Er streckte sich im Gras aus und gähnte. Dann legte er die Arme unter den Kopf und schloss die Augen. »Er will ein wenig ausruhen nach dem Essen«, sagte Mama Mu. »Wir müssen warten.« »Warten? Wie lange dauert eigentlich eine Mittagspause? Warum müssen wir immer nur warten und warten? Ich kann nicht länger stillsitzen.« Die Krähe rutschte auf dem Zweig herum. »Es juckt! Oh, wie das juckt!« »Wo?« fragte Mama Mu besorgt. Die Krähe zeigte mit einem Flügel auf ihren Bauch. »Hier drin, im Magen. Der schreit nach Butterkuchen, dass es juckt. Warum müssen wir immer warten?« Sie legte sich auf einen Zweig und schloss die Augen. Ihre Flügel hingen schlaff herunter. Jetzt brummte der Traktor wieder davon. »Er ist weggefahren, Krähe. Jetzt kannst du nachgucken«, sagte Mama Mu freundlich. »Das ist doch sinnlos. Der Regen hat den Butterkuchen bestimmt weggespült.« »Mu, aber es regnet doch nicht.« »Dann haben ihn eben die Ameisen genommen.« »Ach, was!« »Er hat ihn mit dem Traktor zur Brei gefahren.« Mama Mu wedelte mit den Hörnern. »Nein, Krähe, das Stück liegt da unten. Man kann es doch in der Sonne erkennen. Guck selbst hin.« Die Krähe nahm einen Flügel von den Augen und spähte hinunter. Rasch flatterte sie auf. »Ich sehe es! Oh, wie lecker!« Sie schoss zur Erde hinunter und schnappte sich den Happen. Mama Mu begann hinunter zu klettern. Knacks! »Oje, der Ast knackt«, sagte Mama Mu. Die Krähe kam zurück. Sie hatte den Butterkuchen schon aufgegessen. »Krähe, hast du das Krachen gehört? Der Ast ist fast abgebrochen. Beinahe wäre ich runtergefallen.« Die Krähe schmatzte und putzte ihre Federn. »Runterfallen? Was redest du dauernd vom Runterfallen?« Mama Mu klammerte sich am Stamm fest. »Man kann runterfallen, Krähe. Lillebror hat einen gefährlichen Kletterbaum. Von dem ist er auch einmal runtergefallen«, sagte sie ernst. »Fliegen ist besser«, sagte die Krähe. »Ich habe jetzt keine Zeit mehr, mit dir übers Runterfallen zu reden. Ich muss nach Hause.« »Aber vielleicht ist es auch gemütlich, runterzufallen«, sagte Mama Mu nachdenklich. »Es heißt gemütlich«, sagte die Krähe und flatterte davon. »Genau, Krähe, wahnsinnig gemütlich.« »Runterfallen? Wieso?« Die Krähe machte in der Luft kehrt und ließ sich wieder neben Mama Mu nieder. »Wenn es nicht zu hoch ist und wenn man sich nicht wehtut, dann könnte es doch ein bisschen gemütlich sein.« Die Krähe verzog den Schnabel. »Wirklich?« »Ja, das hat Lillebror gesagt. Vielleicht kommt dann jemand und fragt einen, wie es einem geht und streichelt einen. Und wenn man blutet, kriegt man vielleicht ein Pflaster.« Die Krähe schaute auf. »Ein Pflaster?« »Ja«, sagte Mama Mu, »oder man kriegt Saft und was Gutes zu essen.« Die Krähe rutschte etwas näher an Mama Mu heran. »Was zum Beispiel?« fragte sie.
Vielleicht ein Stück Kuchen? Auch Butterkuchen? Mama Mu dachte nach. Man kriegt irgendwas. Hauptsache, es tröstet einen ein bisschen. Der Zweig, auf dem die Krähe saß, begann plötzlich zu schaukeln. Es knackte und krachte. Die Krähe verdrehte die Augen und schwankte. Seltsam, Mama Mu, mir ist ganz schwindelig. Ich verliere den Halt. Ich falle. Meine Beine sind weich wie Spaghetti. Ich kann mich nicht mehr halten. Ich falle. Aber das ist doch nicht schlimm, sagte Mama Mu. Breite doch einfach die Flügel aus. Flieg, Krähe. Die Krähe presste ihre Flügel fest an die Seiten und kniff die Augen zu. Ich kann sie nicht ausbreiten, jammerte sie. Die Flügel haben sich verklemmt. Sie sind steif wie Stöckchen. Die Krähe neigte sich immer weiter vornüber. In den Zweigen knackte und raschelte es. »Ich kann nicht fliegen, ich falle! Jetzt!« Mama Mu hielt sich mit einem Vorderbein am Ast fest. Das andere legte sie über die Augen. Von unten hörte man einen Plumps. Dann war es still. Mama Mu guckte zur Erde hinunter. Die Krähe lag da und schaute Mama Mu mit einem Auge an. »Mu, ich sehe dich. Wie geht es dir, kleine Krähe? Ich komme.« »Oje, oje, echt stöhn, pling, pling.« Mama Mu kletterte nach unten und setzte sich neben die Krähe. »Wie geht es dir, kleine Krähe?« Die Krähe lag ganz still. »Mama«, sagte sie leise. »Ja, bin ich tot?« »Mu, ich glaub nicht, du kannst ja reden.« »Aber doch fast nicht«, sagte die Krähe und drehte sich. »Aua, aua, aua«, wimmerte sie. Mama Mu beugte sich über sie. »Lass mal sehen, Krähe.« Mama Mu musterte die Krähe genau. »Ein Pflaster«, sagte die Krähe und schaute auf. Mama Mu konnte keine Verletzung finden. »Vielleicht, vielleicht«, die Krähe begann zu jammern. »Aua, oh, ah, aua, hm«, Mama Mu stand auf. »Dann muss ich wohl ein Pflaster holen.« »Und Butterkuchen!« »Butterkuchen?« fragte Mama Mu erstaunt. Die Krähe seufzte tief auf. »Ich bin ja fast tot, na, da muss ich doch Butterkuchen haben.« »Aber woher soll ich Butterkuchen nehmen?« sagte Mama Mu langsam. Die Krähe warf sich auf die andere Seite und wand sich. »Au, oh, aua! Der Bauer hat doch welchen!« »Ich will's versuchen. Lehn den Kopf so lange an den Stamm, Krähe.« Und Mama Mu setzte sich in Trab. »Halt aus, Krähe, ich laufe.« »Am liebsten mit viel Zucker«, rief die Krähe ihr nach. Eine Weile später kam Mama Mu zurück und kümmerte sich um die Krähe. Die lehnte bequem am Baumstamm. Sie hatte ein Pflaster auf der Stirn. »Tatsächlich ein ziemlich hübsches Pflaster«, sagte die Krähe zufrieden. »Hat es gut geschmeckt, Krähe«, sagte Mama Mu freundlich. »Gut«, schnaubte die Krähe. »Das war doch ein Trost. Ich hab doch Schmerzen überall.« Sie leckte sich die Flügelspitzen ab. »Mehr Kuchen?« »Es gibt nicht mehr.« Die Krähe war ganz still. Dann wurde sie plötzlich sehr munter. »Komisch, jetzt bin ich wieder gesund, Mama Mu. Weißt du, was wir machen? Wir klettern wieder auf die Bäume. Ich hoffe nur, dass ich nicht wieder runterfalle.« Mama Mu schaute die Krähe an. »Es gibt keinen Kuchen mehr«, sagte sie. »Er ist alle.« Die Krähe sank in sich zusammen. »Ach so, aber ich bin doch krank, mir tut doch alles weh.« »Aber der Kuchen ist alle, Krähe.« »Aha, dann habe ich keine Zeit mehr. Tschüss, Mama Mu.« Die Krähe stand rasch auf und flatterte davon. »Das war aber eine seltsame Art, um Kuchen zu bitten«, sagte Mama Mu zu sich selbst. Und damit ist die heutige Geschichte auch schon wieder am Ende. Ich sage auf jeden Fall Tschüss, bis bald in alter Frische, eure Heike. Tschüss!